Hey Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CrossCoach. Es geht los, Leute. Und zwar können wir endlich in den verdammten Tempel. Ja? Hallo Lea, ich freue mich, dass du wieder da bist. Also, die Tempel sollen direkt nördlich von hier sein, aber bevor wir dorthin gehen, lass uns noch einen Augenblick warten, in Ordnung? Bonjour, Tronny. Hallo. Na, bilde ich mir das ein oder habe ich nicht gerade ein gewisses gehörntes Mädchen gesehen? Komm schon, Lea, du brauchst dich nicht zu verstecken. Hi. Warum ist die denn hier? Naja, weißt du, ich habe euch beide eingeladen. Ich habe gehört, dass ihr beiden euch gerade nicht gut versteht. Seit dem Raid. Ui, das kannst du laut sagen. Ich find's immer noch doof, dass wir ihn abbrechen mussten. Dann verschwand Lea für eine ganze Weile und seitdem sie wieder hier ist, ist sie so komisch. Ja, das habe ich auch gehört. Das ist alles schon schwer genug, da Lea ja nicht für sich selbst sprechen kann. Aber ist es wirklich notwendig zu wissen, was genau passiert ist? Ui, ich glaube, das wäre eine große Hilfe. Oh Mann. Lass mich versuchen, Lea ein paar Fragen zu stellen, in Ordnung? Sicher, gib dein Bestes. Gut, Lea, als erstes. Hast du absichtlich den Raid verlassen? War das etwas, was du tun wolltest? Nein. War es eine Art Unfall oder höhere Gewalt? Und als wir dich eine Woche lang nicht erreichen konnten, war das mit Absicht? Kurz gesagt, all diese Dinge sind passiert, ohne dass du wolltest, dass sie passieren. Ist das korrekt? Siehst du? Und die ganze Sache mit Lukas, was sollte das? Emily, bitte. Ich bin sicher, dass das schwieriger zu beantworten ist. Lass mich dir stattdessen die beiden wichtigsten Fragen stellen. Lea, hast du uns in der ganzen Zeit vermisst? Oh. Und jetzt, möchtest du wieder mit uns spielen? Oh, sie weint. Lea! Siehst du, ist das nicht alles, was zählt? Lea, ich... Es tut mir leid! Lea, Cherie, ich hab dich auch vermisst. Ich bin ein Esel, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich war einfach nur wütend. Als du so plötzlich verschwunden bist, war ich wütend. Aber ich habe dich auch vermisst. Ich wollte einfach nur wissen, was passiert ist. Ich war so frustriert. Aber das ist okay. Ich muss nicht alles wissen. Du hast es immer gut gemeint. Wie konnte ich das nur vergessen? Na also. Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Schön, dass du wieder bei uns bist, Lea. Endlich wieder vereint. Und gerade rechtzeitig für unsere Dungeon-Rennen, ne? Stimmt, wir haben alle die Pflichtquests erledigt, also sind wir startklar. Perfektement. Also, worauf warten wir noch? Alle ab! Warte, hast du dich gerade mit Emilia und Ziel schon wieder versöhnt? Oh, das ging schneller als erwartet. Naja, ist zwar ein bisschen spät, aber trotzdem. Hier ist ein neues Wort für dich. Endlich. Neues Wort, sorry, eingebunden. Sorry. Also, ich dachte mir, das hätte vielleicht geholfen. Ja, ich weiß, es ist spät. Ja, tut mir leid. Hey, Lea. Sorry. Ah, oui. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das sagen höre. Sorry, meine ich. Stimmt. Tja, ein bisschen spät für eine Entschuldigung, Mademoiselle. Haha. Pas de Problem. Lea, los, lass uns nicht länger umtrödeln. Okay. Ritueller Übergang. Oh, wir haben ja auch 4 Eingänge, ne? Oder war irgendwie verschiedene Wege. Da wären wir, die berühmte Dungeon-Kreuzung. Also, welchen Dungeon hat... Oh, verdammt, noch mehr Dungeons. Viele? Das können wir uns aussuchen. Zunächst liegen 2 Dungeons vor uns, die wir in beliebiger Reihenfolge angehen können. Den Zonayis-Tempel im Westen und den Sirivitar-Tempel im Osten. Sobald wir die beiden erledigt haben, können wir den großen Kriskayo im Norden betreten. Wir kriegen wirklich 2 Elemente in den Dungeons, ja? Ist ja übel, Mon Dieu, das sind ganz schön viele Dungeons. Nun ja, wir müssen sie zum Glück nicht alle auf einmal machen. Ui, aber zumindest einen möchte ich heute gerne schaffen. Klingt vernünftig. Und was ist mit dir, Lea? Bist du stark dafür das große Dungeon-Crawling? Wir könnten vorher noch einen Streifzug durch den Dungeon machen, wenn du willst. Ein paar Papageienplätten. Ja, das könnten wir machen. Das überlassen wir dir, Lea. Aber wehe, du betrittst einen der Dungeon ohne uns. Nö, wir machen los. Das heißt, wir kriegen jetzt beide Elemente innerhalb der... Okay. Da hatten sie aber auch keinen Bock mehr gehabt, das Spiel länger in die Länge zu zögern. Puh, ich finde den cooler, den Zonas, aber rechts vor links. Nochmal rechts vor links.
Oh nee, Alter. Na, sieh mal einer, ein Volltreffer, würde ich sagen. Bist du nicht der Sieger, der das Problem mit dem Chart gelöst hat? Ah, da waren meine Berechnungen also tatsächlich korrekt, wie immer. Wir schulden dir Dankbarkeit für deine Hilfe. Mein Name ist Dr. Lou Krezier. Natürlich ist die Behauptung der Chart ein Irrtum, dass das Kraftwerk die Ursache dieser merkwürdigen Plage gewesen sei. Ich sollte es wissen, da es meine Aufgabe ist, darüber zu wachen. Es gibt keinen Leck. Alle Parameter liegen innerhalb des gewohnten Spektrums. Als ob das Kraftwerk für den Pfad gar nicht existieren würde. Offensichtlich liegt die Ursache also woanders. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich werde es weiter untersuchen. Nun, ich bin mir sicher, dass du wegen des Tempels hierher gekommen bist, also werde ich dich nicht länger aufhalten. Viel Glück und wenn es etwas gibt, das du wissen möchtest, schau einfach in meinem Büro vorbei. Es befindet sich in dem Gebäude auf der linken Seite. Bis dann, Zika. Ein Zaun. Na, checken wir mal ab. Dr. Kretier. Was kann ich für dich tun? Ah ja, das Kraftwerk. Es wurde einfach so gleich. Okay. Alles versperrt. Nun gut. Da ist der erste Tempel. Da wären wir, der Zirvitar Dungeon. Was für eine düstere Atmosphäre. Tja, wir sind hier an der Grenze zum verseuchten Dschungel. Ach ja, stimmt. Und die Verseuchung kommt von dem Kraftwerk hier. Das glauben zumindest die Shard. Wenn ich mir das jetzt so angucke, glaubst du wirklich, dass du überarbeitet bist, Lea? Stimmt, ich habe gehört, dass deine Stats euch nicht bei 180 liegen sollten. Wir können vorher nochmal im Boot Blasier nach besser Ausrüstung schauen, wenn du willst. Liegt ganz bei dir. Ja, komm. Okidoki. Macht euch bereit, auf die Plätze, fertig, los. Dungeon rennen! Viel Glück euch. Du musst mir kein Glück wünschen, lauf einfach langsam, das reicht mir schon. Mein Score? 180? Nee. Wo sehe ich meinen Score? Irgendwo kann man den Score bestimmt noch sehen. Okay. Ja, man hätte sich ja bessere Ausrüstung auch benutzen können. Alles mit Feuer machen? Wait a moment. Bling! Schock! Das ist nicht Schock, das ist Schall. Es gibt... Schock? Wow. Holy moly. Will haben. Ich will dieses Element dauerhaft haben. Heilige Scheiße, ist das geil. Hier runtergelaufen davon. Nein. Naja.
check's noch nicht so richtig. Das ist der Anfang. What? Ah ja. Warum nicht? Ach so. Ach so, ach so. Und das ist ja witzig mit dem Schock. Weiß nicht, ist das Schall? Ist das, keine Ahnung. Nee, Schock ist es nicht. Schock ist der Blitz. Wow! Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Okay, aber warum sollte ich mich teleporten? Ich denke nicht, dass ich hier mal ausweichen könnte. Ehrlich gesagt. Ach so, ah, okay, ich kann, die werden verwirrt, wenn ich auf einmal nicht mehr da bin. Die visieren mich an. Runter. Was sind das, Treppen? Ist ja widerlich. Kann man erklären, wie ich da hochkomme? Wahrscheinlich spielt das mit dem Schockelement. Mit dem anderen Element. Okay. Sehr witzig. Okay, das ist so witzig. Wir haben hier zwei. Thank you.
So, wenn ich hier rüber schieße. Ich hab die Dinger nicht. Auf einmal laufen die da lang und hier lang und bla bla bla. Ich weiß es nicht. Guck mal, da ist ein Pfeiler dran. Oh, die habe ich ja schon. Hä? Eieiei. Was ist hier noch? Okay, warum kann ich hier rüber springen? Wow! Oh, hab ich gerade erschrocken, ey. Merkwürdig, warum ich hier lang springe. Aber scheint, wir haben wieder zurückzukommen, ne? Na gut. Gut, Leute. Prinzip der Übertragung, verdichtete Wellen. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz mal eine kleine Pause. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.